So, jetzt kommt der Theaterraum. Also, ein Abstellraum mit Theater. Herzlich willkommen in diesem kleinen Räumchen. Kommt einfach rein und setzt euch auf die Stühle. Die ganz kleinen Stühle vorne sind für die winzigen Kinder vorgesehen. Da kommen bestimmt nachher auch noch welche, denn heute wollen wir hier eine Weihnachtsgeschichte erzählen. Da freue ich mich schon drauf. Und das ist natürlich kein so ein richtig beheizter Raum, aber das macht nichts, weil die Leute haben es ja früher auch kalt gehabt und wir haben für euch rote Decken, gell? So, meine Lieben, willkommen im Theaterräumchen der Guten Stube in Bad Homburg. Und hier hören und sehen wir nämlich gleich eine ganz schöne Premiere. Das ist meine junge Freundin Mira. Mira kommt aus Syrien, wohnt jetzt 2 Jahre hier in Bad Homburg. Und als ich sie kennengelernt habe, war sie ungefähr so, ja? Jetzt ist sie so und ich denke, sie wird noch mir über den Kopf wachsen und da freue ich mich. Denn Mira ist eine meiner Märchenerzählkolleginnen und sie hat schon öfter mal mit mir auf einem Märchenabend eine kleine Geschichte erzählt. Und heute ist sie bereit, selber für euch hier im Raum eine Geschichte zu erzählen. Ich freue mich so, dass du das machst, Mira. Und hier ist das Mikrofon und die Verantwortung. Es war einmal ein Opa mit einem Kind. Sie wollten zu einem Dorf gehen. Da war ein Enkelkind da, der ist neugeboren. Sie ritten mit den Eseln und der kleine Kind rennt hinterher. Und sie sind zu einem Dorf angekommen und die Leute sagen, der arme kleine Kind, der rennt hinterher. Und du sitzt auf dem Esel. Und dann ist der Opa ausgestiegen und da hat er sein kleines Kind auf den Esel gebracht. Und dann sind sie weitergeritten. Und dann sind sie zu einem anderen Dorf gegangen und sie sagen zu dem kleinen Kind, der arme Opa, der rennt hinterher und du bist auf dem Esel. Dann ist der kleine Kind ausgestiegen und ist dann der Opa auf den Esel geritten. Und dann sind sie zu einem anderen Dorf gegangen und dann sagen der arme kleine Esel, der ritt her und danach ist der Opa ausgestiegen und haben beide der kleine Esel getragen. Und danach sind sie in eine Stadt gegangen und sie sagten, der Esel ist da zum Reiten, nicht zum Tragen. Dann hat der Opa gesagt, sagt mal was, wir machen das wie wir wollen. Du steckst es auf den Esel und ich auch und wir gehen zu dem anderen Dorf. Und da hat er jetzt sein Enkelkind gesehen. Liebe Mira, und das finde ich ganz schön, ja, weil Mira ja am Anfang gar nicht so viel Deutsch konnte und jetzt kann sie die Geschichten verstehen und die hat sie jetzt, ich meine, vielleicht vor einem Vierteljahr zum letzten Mal erzählt. Ich finde das toll, ich freue mich, dass du auch in der Adventszeit weiter für uns Märchen erzählst. Ein rauschender Beifall für Mira! Ja! Ja, jetzt will ich einfach gerade mal hier für unsere Gäste und auch für den Raum, denn auch Räume hören gerne Geschichten, eine kleine Geschichte erzählen. Eine Adventsgeschichte. Es war einmal vor langer Zeit. Da lebten am Rande des Dorfes eine Familie, Vater, Mutter und 2 Kinder. Bitterarm waren sie und manchmal wussten sie gar nicht, womit sie das Essen und das Trinken bezahlen sollten. Ihr kleines Hüttchen war mit Stroh gedeckt, statt mit Ziegeln. Und sie konnten sich nichts leisten, um es im Winter warm zu haben. Da, in der Nacht vor der Adventsnacht, vor der letzten Nacht, der heiligen Nacht, da gingen Vater und Mutter in den Wald, um Tannenzweige und Tannenzapfen zu sammeln, damit sie sich noch ein Feuer machen konnten in der kalten Nacht. Die Kinder aber warteten auf das goldene Rösslein. Weißt du, in dieser Zeit glaubten die Kinder noch an Wunder. Und sie glaubten daran, dass das goldene Rösslein tap, tap, tap in der Nacht vor der heiligen Nacht kommt, am Haus kratzt und Geschenke mitbringt. Und so warteten sie. Und es war dunkel geworden. Und plötzlich tap, tap, tap. Da hörten sie Hufe und es kratzte. Und als sie die Tür aufmachten, da war da ein Rösslein. Aber es war kein goldenes Rösslein.
Es war ein ganz ausgemergeltes Tierchen, ein kleines Pferdchen, das halb verhungert war und kratzte mit seinen Hufen und bettelte, ob es etwas zu essen bekommen könnte. Da gaben ihm die Kinder die letzten Äpfel und das letzte trockene Stück Brot, aber dann war nichts mehr da. Da schaute das Pferdchen hinauf ans Dach und da war ganz viel Stroh gedeckt. Und da macht das kleine Pferdchen kratz, kratz. Und die Kinder verstanden und zupften das Stroh aus dem Dach und fütterten das Pferdchen. Na, das Pferdchen wurde immer dicker und kräftiger. Aber das Dach wurde immer durchlässiger und am Ende war das ganze Stroh, mit dem das Dach gedeckt war, aufgefressen. Da wieherte das Pferdchen und dann drehte es sich rum und galoppierte davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Mal und erhob sich in den Himmel und schien fortzufliegen. Die Kinder aber bekamen es mit der Angst zu tun. Das Rösslein ist fort, aber das Dach ist nun ohne jedes Stroh. Was werden Vater und Mutter sagen, wenn es hereinregnet, hereinschneit? Und sie wollten Vater und Mutter entgegenspringen. Da, im ersten Rosttrapp, im ersten Abdruck des Hufeisens, da war, schau nur, ein goldenes Stück. Und im zweiten auch ein Goldstück. Und im dritten noch einmal, im vierten auch, im fünften, im sechsten. Die Kinder jubelten und hatten im Nu die Schürze des Mädchens mit 18 Goldstücken vollgesammelt. Da waren sie nun reich für ihr Lebtag. Und sie brachten das Gold nach Hause und setzten sich in die eine Ecke vom Häuschen, die mit einem Stückchen Holz gedeckt war, so dass man trocken saß. Und die Eltern kamen und konnten sich nicht genug wundern. Ja, was taten sie da wohl? Zählten sie wohl das Gold? Sprachen sie wohl über das, was sie sich alles kaufen wollten? Ja, sie machten etwas viel Schöneres. Sie hielten sich an den Händen und sie sahen den Sternen zu, die über den Himmel zogen. Und sie glaubten wieder, dass es Wunder gibt. Auch heute gibt's noch Wunder. Auch heute kommen noch goldene Rösslein. Du musst nur warten und die Tür aufmachen. Nicht wahr? Das ist eine ganz entzückende alte Geschichte, die mir jetzt dieser Tage eine Erzählkollegin erzählte. Und das Ende, dass sie wieder an Wunder glauben, das hat mich so berührt, weil wir einfach oft so geschäftsmäßig sind und auch gerade in der Adventszeit. Und ich finde dieses Kleinod, was hier außen entstanden ist in der Luisenstraße 3, die gute Stube mit ihren vielen Möglichkeiten, etwas zu machen, die ist so ein Stückchen Wunder. Und ich glaube an Wunder. Ich glaube, dass das hier sich immer, 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 immer schöner entwickelt. So, und jetzt haben wir hier noch ein weiteres Kind aus der Kindertheatergruppe von der Landgraf-Ludwig-Schule. Und das ist meine Freundin Tessa. Und Tessa wird jetzt heute auch hier ganz frei für euch Zuhörerinnen und Zuhörer und Schauer, wird sie ein Märchen erzählen von einer ganz tapferen, besonderen Maus. Und ein Märchen, ob es ein gutes Ende hat, mal sehen. Bitte schön. Also, ich möchte euch heute das Stück vorstellen, die Maus mit der Tränenperlenkette. Und ich möchte jetzt beginnen. Es war einmal ein böser Vater, er sagte zur Maus, zur größten Maus, hey, du musst heiraten, wir sind arm, du musst einen reichen Mäusemann heiraten. Da sagte die, ich will aber nicht heiraten. Da sagte der, musst du aber. Dann sagte sie, ist der dick? Ja. Ist der nett? Nein. Ist der schön? Nein. Ist der alt? Ja. Dann will ich ihn nicht heiraten. Dann ging sie zur Mutter. Die Mutter sagte, warum weinst du? Sagte sie, ich will den Mäusemann nicht heiraten. Aber wir meinen es doch nur gut mit dir. Dann ging sie raus, dann traf sie den Metzger, der sagte, was tust du hier, du alte hässliche Ratte? Ich muss einen reichen Mäusemann heiraten, dann kannst du ja auch mich heiraten.
ist. Und was ist, wenn wir uns streiten? Dann nehme ich dich, zerkleinere ich dich, tu dich in die Suppe und ess dich auf. Nein, nein, dann will ich dich nicht heiraten, sagte die Maus und ging weg. Dann ging die Maus zum Metzger. Dann sagte, Bäcker, dann sagte der, was tust du hier, du alte hässliche Ratte, sagte die Maus. Du musst sagen, oh, du schöne Maus mit der Tränenperlenkette. Da sagte der Mann, ja, Maus, was tust du hier? Ich muss einen reichen Mäusemann heiraten. Dann kannst du ja auch mich heiraten. Und was, wenn wir uns streiten? Dann nehme ich dich, roll dich in Brotteig ein und ess dich auf. Nein, nein, das wollte die Maus nicht. Und lief weg. Dann wurde es dunkel. Sie ging in den Wald und da traf sie einen Mäusemann. Der fragte, oh, du schöne Maus mit der Tränenperlenkette, was tust du hier? Dann sagte sie, ach, ich gehe nur ein bisschen spazieren. Hast du denn keine Angst im Dunkeln? Nö, mache ich jeden Abend. Magst du mich? Das weiß ich noch nicht. Magst du mich heiraten? Nö. Schade, ich wollte gerade fragen, ob wir heiraten. Na gut, ich habe ganz so Angst im Dunkeln. Und ich gehe nicht jeden Abend spazieren. Und was, wenn die uns streiten? Dann nehme ich dich in den Arm, knuddel dich, gib dir Küsschen. Wenn ich dran schuld bin, dann nehme ich dich noch mehr in den Arm, knuddel dich richtig doll, gib dir Küsschen und mach mit dir schöne Spiele. Na gut, dann bleibe ich bei dir. Und so lebten sie für immer und ewig. Tessa, ganz prima. Und was hat denn dir jetzt an der Geschichte am allerbesten gefallen? Also das mit dem Mäusemann. Ja, weil, denn jeder macht mal einen Fehler. Und dass die Maus dann gesagt hat, ich habe ein bisschen gelogen, ne? Und auch, dass er sie in den Arm genommen hat, oder? Ja. Und nicht aufgegessen hat. Nö, die anderen wollten den aufessen, Brotteig, goldene Suppe schmeißen. Ja. Nee, und der war der Einzige, der nett war. Wunderbar. Und Mira und Tessa sind also beide in unserer Theatergruppe und da werden sie bald das Stück aufführen, das heißt? Die Wurzelkinder. Und du bist die? Erzählerin. Und ihr dürft euch einmal noch vorstellen, so wie wir es geübt haben. Ich bin die Dies. Okay. Ich bin die Diestel, ich bin Also ich spiele da die Rolle die Distel. Ich bin die Mira, bin in der Landtrafen- und Glücksschule, bin in der 4C und mein Hobbys sind Reiten, Basketball, Sport machen und ja. Also in der Rolle der die Wurzelkinder bin ich die Erzählerin, wie schon gehört. In echt heiße ich Tessa. Und meine Hobby, ich gehe in die Klasse 3C. Meine Hobbys sind malen, Schauspielern, basteln, singen, tanzen und so weiter. Und ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Ja, heute werden ja nicht mehr sehr viele Gedichte gesprochen. Und auch nicht mehr so viele Gedichte gelernt. Aber ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit und Jugend, dass bei uns zu Hause unglaublich viele Gedichte, vor allen Dingen Balladen, gesprochen wurden. Mein Vater war ein Balladenkönig und wir machten manchmal richtige Wettbewerbe am Abend, wer eine Ballade am großartigsten oder tragischsten oder auch am übertriebensten darstellen konnte. Eine meiner Lieblingsballaden war damals schon Der König von Thule von Goethe, dieses unglaubliche Gedicht, das Bilder wach werden lässt, von einer Insel hoch oben im Norden, wo ein König wohnt, direkt am Abhang zum Meer, zur Gischt, und der dort lebt mit seiner schönen jungen Geliebten, die aber dann stirbt, ganz tragisch, und ihm einen goldenen Becher schenkt, aus dem er nun immer trinkt, dieser alte König, und er trinkt daraus, um an sie zu denken. Und den er keinem anderen Menschen gibt. Und am Ende, wo er kommt zum Sterben, da teilt er alle Schätze im Reich.
gibt alles seinen Erben, dem Becher nicht zugleich. Und ich freue mich, dass Reinhard uns dieses Lied singen wird. Es gibt eine schöne Vertonung davon und freue mich, dass Sie vielleicht auch dann diese ganzen Bilder inwendig sehen. Denn Gedichte sind die beste Möglichkeit, inwendige Bilder zu sehen. Es war ein König in Thule, gar treu bis an das Grab. Dem Sterben seine Buhle einen goldenen Becher gab. Es ging ihm nichts darüber, er trank ihn in jedem Schmaus, die Augen gingen ihm über, sobald er trank daraus. Und als er kam zu sterben, zählt er seine Städt im Reich, gönnt alles seinen Erben, den Becher nicht zugleich. Er saß am Königsmahle, die Ritter um ihn her, im hohen Vätersaale, dort auf dem Schloss am Meer. Es stand der edle Zecher, trank letzte Lebensglut und warf den heil'gen Becher tief unten in die Flut. Er sah ihn stürzen trinken und sinken tief ins Meer. Die Augen täten ihm sinken. Trank nie einen Tropfen mehr. Jetzt gibt es hier in unserem kleinen Theaterraum in der Guten Stube eine Geschichte, ja, über zwei Mäuse. Und eigentlich ist es aber auch eine Geschichte, die könnte über zwei Menschen sein. Eigentlich ist es eine Geschichte, die könnte über zwei Freundinnen sein oder zwei Freunde. Oder zwei Feinde oder zwei Feindinnen. Irgendwie passt es immer. Das heißt, aus der Geschichte nimmt man sich wie aus einem Kuchen immer das Stückchen, was für einen selber gut passt. Es waren einmal zwei Mäuse. Die eine Maus war dick und behäbig. Und das kam nicht von ungefähr, sondern sie fraß und trank und ließ es sich immer gut gehen. Das konnte sie aber auch nur, weil sie Vorräte für den Winter sammelte. Und sie sammelte die ganze Zeit im Sommer und im Herbst Vorräte in ihr Mauseloch hinein und schleppte die hinunter im Vorgefühl, was für köstliche Suppen sie sich dann dort unten machen würde und was für wunderbare Kuchen sie sich da unten backen würde und was für köstliche Salätchen und Nachtische sie sich da unten rühren und zubereiten wollte. Naja, die andere Maus, die war nun sehr dünn. Sie war dünn, sie war zierlich, sie hatte ein kleines rosa Kleidchen an. Ja, und sie hatte ihre Zöpfchen geflochten und sie war einfach ganz allerliebst anzusehen. Und natürlich machte sie Musik und sie tanzte vor lauter Vergnügen. Sie sammelte nicht, sie ließ sich bewirten, wenn sie auf Hochzeiten tanzte und sang. Und sie sammelte nicht ein einziges Körnchen für die Winterzeit. »Hey, du«, sagt da die dicke Maus, »wenn du nicht sammelst, musst du im Winter ganz schön hungern. Und wenn du kein richtiges Loch hast, musst du im Winter ganz schön frieren.
Ich an deiner Stelle würde das Singen aufgeben und lieber sammeln. Ach nein, sagt die kleine Maus, ist viel schöner zu tanzen und zu singen. Und die Leute wollen das auch. Alle Tiere wollen das, dass ich tanze und singe. Ich werde in keinem Falle aufhören. Naja, musst schon wissen, was du machst, sagt die dicke Maus. Bei mir brauchst du nicht anzutanzen. Ich bin nicht deine Freundin. Komm nur ja nicht und will was von mir. Da mache ich kein Mauseloch auf, ne? Damit du Bescheid weißt. Ist mir ganz egal, sagt die kleine Maus. Ich lebe im Augenblick. Der Augenblick ist das Wichtige und der Winter wird mich bestimmt nähren. Ach, an den Winter denke ich gar nicht. Schau, wie schön die Sonne scheint. Und schon winkte sie einem Schmetterling und da war sie eingeladen zur Hochzeit der Pfauenaugen. Och, wenn Herr Pfauenauge Frau Pfauenauge heiratet und die Samtflügelchen sich aneinander reiben, das ist eine Freude. Wenn Pfauenauge mit Zitronenauge und wie sie alle heißen, Zitronenfalter und Rotauge und Buntauge, wenn sie tanzen über die Wiesen, wie herrlich ist das. Und plötzlich aber kam der Wind. Erst klein und dann immer mehr, es war ein Herbstwind. Und der kleinen dünnen Maus wurde es ein bisschen frostig. Ich glaube, der Herbst kommt. Ach, wir machen schöne Kirmesfeiern. Und so tanzte und sang sie auch auf der Kirmes. Aber dann plötzlich fiel der erste Schnee. Und die kleine dünne Maus erschrak. Die Dicke war schon in ihr Loch gekrochen und schmatzte manchmal von da unten. Ja, so wie wenn man in eine Gaststätte geht und es sich gut gehen lässt im Winter. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich noch Essen herkriege, sagt die kleine Maus. Keiner macht mehr Feste, alle sind sie weg, ich weiß gar nicht, wohin. Naja, die waren alle in ihren Löchern. Na klar, aber die Maus hatte ja gar kein Loch gegraben. Da ging sie zum Apfelbaum und rüttelte und schüttelte an dem Baum und sagte, hallo, gib mir doch wenigstens einen Apfel, ich habe so oft unter dir getanzt und gesungen. Ich hab keine Äpfel mehr, sagt der Apfelbaum, alle weg, lass mich in Ruhe. Ich habe meine Kräfte in die Wurzeln geschickt. Ich schlafe schon. Psst. Und dann schnarchte er noch, dass die Rinde zitterte. Da ging die kleine Maus weiter. Ach, die hatte so ganz, ganz, ganz feuchte Füße, weil sie hatte auch nicht die richtigen Schuhe. Sich besorgt im Sommer Tanzschuhe im Winter. Und dann ging sie zur Ackerfurche und sagte, Feld, liebes Feld, liebe Ackerfurche, gibst du mir mal ein Körnchen? Machte die Ackerfurche. Ich schlafe schon. Kein Körnchen da. Lass mich in Ruhe. Warte, bis Frühjahr ist. Da kommt wieder Korn. Jetzt ist nichts da. Da schleppte sich die kleine Maus weiter, aber wo sie auch klopfte, beim Maulwurf und bei den Ratten, keiner hat die aufgemacht. Naja, Ratte ist ja sowieso auch keine Adresse für eine Maus. Zu gefährlich, das Gesindel. Da kamen sie zum Loch der dicken Maus. Hallo! Hallo! Wer ist denn da? Deine Freundin! Die dünne Maus ist da, die Tanzmaus! Hab keine Freundin! Hab keine Freundin, die Tanzmaus ist! Doch, doch, ich will dich besuchen! Du willst nur essen, das höre ich schon. Nein, mein Loch ist zu, du hast nichts gesammelt, du darfst ja nicht rein. Da fing die kleine Tanzmaus an zu weinen. Und ehrlich gesagt, wenn da so eine kleine Tanzmaus steht im rosa-roten Röckchen, ganz nass, mit nassen Füßen und mit kleinen nassen Zöpfen, wie eine kleine Ratte, nur winziger, da wird einem schon das Herz weich. Naja, die Dicke sah das gar nicht. Aber sie hörte, wie es plötzlich macht. Pling und pling und pling. Und das waren die Tränen der kleinen Tanzmaus. Na gut, einmal kurz. Komm einmal kurz runter. Danach musst du gleich wieder weg. Ja, da bin ich schon, sagt die Tanzmaus. Und als sie da so niedlich und nass in der Küche von der dicken Maus stand, da sagte die dicke Maus, hier, hab heute Kartoffelsuppe gekocht mit Würstchen. Ach, Kartoffelsuppe mit Würstchen, das ist mein aller Leibgericht.
Und dann schnabulierte die kleine Tanzmaus. Weißt du, was in so eine Tanzmaus reingeht? Aber ganz schön viel. Sie sah aus wie so eine kleine dünne Birne mit einem dicken Bauch. Ja, danke schön. Willst du noch einen Nachtisch? Ja, Nachtisch. Ich habe ein bisschen Sahnequark. Sahnequark, das ist mein Leibgericht. Mit den letzten Äpfelchen? Ja, Äpfelchen. Mit Butter? Ja, das ist mein Leibgericht. Hab noch nie was Besseres. Oh. Und dann aß die kleine vertrocknete Birne mit dem dicken Bauch auch noch das alles auf. Ach, ich glaube, mir ging's noch nie so gut wie bei dir, liebe Maus. Naja, weißt du was? Du warst ja noch nie eine dicke Maus, ne? Aber wenn du eine gewesen wärst und kochen könntest, dann weißt du, dass wenn eine dicke Maus gesagt kriegt, dass noch nie so gut gekocht worden ist, da freut die sich. Kannst noch da bleiben, heute Abend mache ich Gemüse. Mit weißer Sahnesoße. Oh, das ist mein Leibgericht. Gemüse mit weißer Sahnesoße. Oh, mit ein bisschen gebratenem Käse. Gebratener Käse ist mein Leibgericht. Ich habe noch nie was lieber gegessen als das. Und Nachtisch. Ja. Also blieb die kleine Maus da. Und weil sie danach so schläfrig war, durfte sie über Nacht bleiben. Willst du noch Frühstück? Ja. Es gibt Brot. Ja. Brot mit einem guten Quittenmarmelade. Ja, das ist mein Leibgericht. Ich habe noch nie was Besseres gegessen. Und Kakao. Oh. Und so aß und trank die kleine Maus. Und plötzlich war die einfach da. Und die dicke Maus sagte, naja, kannst du ein bisschen bleiben. Kannst du bis morgen bleiben. Oder bis übermorgen bleiben kannst du bleiben. Und da blieb die dünne Maus da. Und allmählich füllte sich die dünne Maus und sie wurde wie eine dicke Birne auch oben rum und überall birnenförmig. Und dann sagte die dicke Maus zu ihr, weißt du was? Ich finde, du könntest mir mal beibringen, wie man tanzt und singt. Ja. Und dann lernte die dicke Maus, wie man tanzt und singt. Und plötzlich passierte was ganz Schönes. Die dünne Maus wird immer dicker. Die dicke Maus wird immer dünner, weil die eine tanzte und die andere aß. Und als das Frühjahr endlich kam, da hatten sie es so gemütlich da unten gehabt, dass sie fast vergessen haben, rauszugehen. Aber als sie rausgingen und die schöne Sonne strahlte, da sagt die dicke Maus, weißt du was, dünne Maus, ich habe noch nie so eine nette Freundin gehabt wie dich. Das wollte ich dir auch gerade sagen, sagt die ehemals dünne Maus. Und irgendwie sehen wir eigentlich auch aus wie Geschwister, nicht? Kann man sagen, denn sie waren beide ziemlich mitteldick geworden. Und dann machten sie sich auf, sie tanzten und sangen. Und weißt du, was sie noch machten? Sie sammelten, was denkst du, komm her. Was machten sie noch? Sie sammelten Essen für den Winter. Damit sie es im Winter richtig schön haben. Genauso machten sie es sich. Und wenn du mal die Maus siehst, keine Falle aufstellen, ganz verboten, dann bringst du ihr auf einem goldenen Tellerchen ein kleines Körnchen, weil das ist ihr Leibgericht. Sie hat noch nie was Besseres gegessen. Ja. Das war die Geschichte über die beiden Freundinnen. Menschen oder Mäuse. Ja, komm zu mir. Tessa hat noch einen Nachklang. Nee, ich habe eine Frage. Ja, frag mich. Also, es wurde ja immer gesagt, Körnchen ist mein Leibgericht, nein, Käse, und ja, so weiter. Da ist ja alles ihr Leibgericht. Das ist genau der Trick. Wenn du mal jemand hast, die Mama oder irgendjemand anderer, der für dich kocht, und du sagst bei allem, dass das dein Leibgericht ist, dann werden sie dir immer mehr köstliche Sachen geben. Ja, aber die Kartoffelsuppe mit Würstchen mag ich nicht so. Ja, das ist sehr gut. Das wisst ihr jetzt. Also wenn Tessa mal bei der Maus eingeladen ist, soll die Maus gleich Kuchen mit Sahne machen, okay? Gut. Okay, lecker. Schokolade. Mit weißer Schokolade. Versprochen und nicht gebrochen. Versprochen und nicht gebrochen. Genau. So, meine Lieben, das war die Geschichte.